Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute habe ich für euch das zweite Mappen-Update der Magitechs Bundesliga Trading Card Serie der Saison 2020-2021 und dieser ganze Stapel hier werden wir jetzt hier im Video einsortieren, also sortiert sind sie schon und dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und danach werden wir das Mappen-Update vollziehen und bis gleich. Ja, das zweite Mappen-Update hier auf meinem Kanal. Ich tue mal den Stapel hier ein bisschen auf die Seite, dass ich hier das aufschlagen kann. So, ihr seht hier, mir fehlen hier noch 4 Karten. Und zwar der Ball, die Club-Logos der ersten Liga und die Club-Logos der zweiten Liga habe ich hier. Die mache ich dann hierher. Und dann fehlt mir hier noch die Legendenkarte von Dortmund, Riedle. Und dann kommen wir schon zur nächsten Seite. Zu Augsburg. Zulle. Und zwar haben wir hier das Club-Logo. Dann hätten wir hier den Torwart haben wir schon. Dann haben wir den. Dann kommt hier die 14. Jawohl, die haben wir. Diese Seite ist eigentlich schon komplett. Dann haben wir hier die 23. Die hätten wir hier. Dann haben wir hier noch die 25, die haben wir hier. Dann haben wir hier noch die 26, Matchwinner, Gregoritsch, Sack. Und das war's dann schon hier mit Augsburg. Da fehlen mir jetzt noch 2 Karten, hier oben und hier unten. Noch ein bisschen wieder, noch ein bisschen rüberschieben hier, so. Jetzt ist es schief. So, jetzt ist gut. So, Hertha. Das Club-Logo habe ich schon. Dann kommt hier der Torwart. Schwollow. Na. So. Als nächstes hätten wir hier die 32. Die kommt dann hierher. 32, haben wir noch die 33? Nein, 33, 34. Was haben wir hier noch? Die 36, die kommt dann hierher. So, hier fehlt mir noch eine Karte und zwar die Nummer 33. Dann geht es hier weiter mit der 39, die kommt hier oben ins Eck. So. Dann hätten wir hier die 42, die kommt hierher. Dann kommt hier noch die Nummer 44, die wäre hier. Und dann fehlt mir hier noch eine Karte, also 2 Karten von Hertha fehlen mir noch. Dann kommen wir als nächstes zu Union, da fehlen mir noch einige. Und da starten wir mit der Nummer 53, die ist hier unten. So, zack. Dann hätten wir hier noch die Nummer 55. Die kommt hier oben hin. Na. Eine Karte rausschieben, dann mit der rein. So. Dann haben wir hier noch die 56. So. Also hier fehlen mir noch einige. Hier fehlt mir noch das Club-Logo, der Torwart. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 Karten noch. Als nächstes haben wir hier Arminia Bielefeld. Da hätten wir das Club-Logo, die Nummer 64. Haben auch die 65, jawohl. Haben wir dann noch die
69. Jawohl, haben wir auch. Sieht doch mal sehr gut aus. Und dann fehlt mir noch die 71. Habe ich die auch? Jawohl. Sehr schön. Die Seite ist komplett do. Dann kommen wir noch zu dieser Seite. Mal schauen. Da haben wir die 79. Die kommt hier unten hin. Da haben wir die 81. Die kommt hier unten hin. Da fehlen mir jetzt noch 1, 2, 3 Karten auf dieser Seite. Dann wäre Arminia Bielefeld komplett. Als nächstes haben wir hier Werder Bremen. Da seht ihr, da fehlt mir der Torwart. Den habe ich aber hier. Die Nummer 83, Pavlenka. So. Kommt er hier mal in die Mappe herein. Zack. Als nächstes haben wir hier die 87. Die kommt hierher. Und zack. Habe ich die 90? Habe ich leider nicht. Also hier auf der Seite fehlt mir einer. Die 94 habe ich hier. Die kommt dann hierher. Als nächstes haben wir hier die 95. Und das war's dann mit Werder Bremen. Also hier fehlt mal eine und hier fehlt mal eine. Zwei Karten noch bei Werder Bremen. Dortmund, da sieht's noch ziemlich leer aus. Mal schauen, was wir da alles haben. Wir haben das Club-Logo. Na, gehst du rein. So. Dann haben wir die 102. Die kommen dann hierher. Also der Torwart fehlt mir noch. So. Dann haben wir die 104 haben wir hier. Als nächstes hätten wir hier die 106. Die ist hier unten. Habe ich auch die 107 hier? Nein. 107 fehlt mir. 112 ist hier. Entschuldigung. 116. Jetzt bin ich bestimmt wieder zu laut. So. Okay. Also hier fehlen mir noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Karten noch bei Dortmund. Als nächstes hätten wir hier Frankfurt. Da haben wir das Club-Logo hier. Die Nummer 118. Denn den Keeper habe ich ja schon. Die 120 habe ich hier auch. Als nächstes hätten wir hier die 122. Die kommt hier in die Mitte. Zack. Was haben wir denn hier noch? Die 126. Die kommt hier unten hin. So. Dann haben wir hier noch die Nummer 127. Die kommt hier oben hin. Na. Zack. Als nächstes hätten wir hier die 129. Die kommt hierher. Die 130 habe ich hier auch. Die 131 habe ich auch. Und das war es dann schon mit Frankfurt. Hier würden wir jetzt noch 1, 2, 3, ja, 3 Karten fehlen mir hier noch. Sieht auch nicht schlecht aus schon. Als nächstes haben wir hier Freiburg. Das Club-Logo habe ich schon. Den Torwart habe ich schon. Hier habe ich die 141. Die kommt hierher. Als nächstes haben wir hier die 143. Wo kommen die hin? Habe ich jetzt was verkehrt gemacht? 143. Ah, hier unten. Dann haben wir hier die 148. Die kommt hierher. Die 149 kommt hierher.
Dann haben wir die 159, also das Hoffenheim jetzt schon. Bei Freiburg fehlen mir jetzt noch drei Karten. So, Hoffenheim. Da habe ich jetzt die 159 in der Hand. Die kommt hierher. Zack. Da habe ich hier die 165. Die kommt hier auf die Seite. Kommt hier oben ins Eck. So. Was haben wir hier noch? Die 171 Matchwinner Hübner. Kommt hierher. Das war es dann schon mit Hoffenheim. 1, 2, 3, 4. Hier fehlen mir noch 4 Karten bei Hoffenheim. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier Köln. Da habe ich das Club-Logo. Zack. Den Torwart habe ich ja schon. Die 177. Die kommt hierher. Dann habe ich hier noch die 179. Die kommt dann hierher. Ich hätte noch die 185. Die kommt hierher. Dann haben wir hier noch einen Kölner. 187. Und da habe ich die letzte Karte von Köln. Da habe ich die 189. So, bei Köln fehlen mir jetzt noch 1, 2, 3, 4. 4 Karten noch bei den Kölnern. Leipzig. Da hätte ich die 193. Kommt hierher. 193. Was habe ich hier noch? Die 196 hätte ich noch. Die kommt hier unten hin. Die 198 vielleicht noch? Nein. Die 200. Oh, zack. Und das war es dann schon mit Leipzig. Okay. Da fehlen mir jetzt noch 1, 2, 3, auch 4. Also es wird halt jetzt immer schwieriger, irgendwie die Karten zu bekommen, weil sich das ja dann häuft. Und ja, wir werden ja sehen. So, hier fehlt mir das Club-Logo, das habe ich leider noch nicht. Als nächstes wäre dann hier der Keeper, den habe ich. So, dann hätten wir hier die 217. Die kommt hier oben hin. Zack. Und das war's schon. So, bei Leverkusen fehlen mir noch hier auf der Seite 2 Karten. Auf dieser Seite fehlen mir noch 1, 2, 3, 4 Karten. Also insgesamt 5 Karten, ne, 6 Karten bei Leverkusen. Mainz 05, da hätte ich die 230. Die kommt hier in die Mitte. Zack. Was haben wir denn hier noch? Die 234. 33, 34. Habe ich hier noch einen Mainzer? Die 240. 240, die kommt hierher. Und dann haben wir noch den Matchwinner. Unisibo. Die 243. Die kommt dann hierher. So, da fehlen mir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 4 Karten. Als nächstes kommt hier Gladbach. Gladbach, da habe ich das Club-Logo hier. Also Club-Logos habe ich auch noch nicht alle. Da habe ich hier die 248, die kommt hier in die Mitte. Zack.
Dann habe ich hier. Oh, das war schon mit Gladbach. Okay. 1, 2, 3 fehlen hier auf der Seite. 1, 2, 3 auf dieser Seite. Also 6 Karten bei Gladbach. Als nächstes kommen hier die Bayern, mein Lieblingsteam. Da fehlt mir noch das Club-Logo. Hier habe ich die 264. Die kommt hier neben Neuer. Na. Zack. Dann habe ich hier noch Alphonso Davies, die 265. Habe ich noch die 266? Jawohl. Oh, da fehlt mir noch das Club-Logo, da wäre die Seite fertig. Dann habe ich hier noch die 271. Kommt hier oben hin. Zack. Dann hätte ich hier noch die 273, Leroy Sané. Als nächstes haben wir hier Lewandowski, die 275. Und das war's dann mit Bayern. Also hier fehlt mir noch eine Karte auf der Seite. Und hier auch. Also zwei Karten fehlen mir bei Bayern München. Als nächstes haben wir hier Schalke 04. Und zwar haben wir hier Schubert, die 281. So, rein mit dem hier. Dann habe ich hier noch die 283. Die kommt hierher. Habe ich auch noch die 84? Nein, aber die 85. Habe ich die 86? Jawohl. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch die 293. 91, 92, 93. Habe ich hier noch die 294. Matondo. Als nächstes hätte ich hier Matchwinner Salif Sané. Die 396. Und dann war es das mit den Schalke-Karten hier. Da fehlt mir jetzt noch eine. 2, 3. 3 Karten bei Schalke. Als nächstes kommen wir zu Stuttgart. Stuttgart habe ich hier noch die 302. Hier 300, 301, 2. 1, 2. Okay. Jetzt war ich ein bisschen durcheinander. So. Dann habe ich hier noch die 304. Habe ich vielleicht noch die 305? Ne, aber die 6 habe ich hier noch. So, also hier fehlt mir auf der Seite noch 2. Dann hier die 308. Kommt hier oben hin. Ah. Oh. Hab ich hier? Die 309 habe ich sogar auch. Na? Dann hätte ich hier noch die 312. Na? So. Dann habe ich hier noch die 314. Kommt hierher. Und dann war es das mit Stuttgart. Bei Stuttgart fehlen mir jetzt noch 1, 2, 3 und 4. 4 Karten noch. Also sieht doch schon mal sehr gut aus in meinem Album hier. Die nächste Karte ist hier von Wolfsburg, die 328 Schlager. 328. 27,28 hier. Oh, das war's schon. Mehr habe ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Karten fehlen. Hier unten fehlt mir auch noch eine. Hat man nicht gesehen jetzt durch meine Fratze. So, als nächstes kommen die Zweitliga-Karten. So, da hätte ich hier die Nummer 335 Hochscheid. So.
Als nächstes hätte ich hier einen Braunschweiger, und zwar Ziegele mit der 341. Auf dieser Seite fehlt mir nur noch ein Bochumer her. Dann hätte ich hier noch Fortuna Düsseldorf. Irgendwie bin ich jetzt... Ah, hier. Oh, ich komme aber immer so durcheinander. So, zack. Okay, also hier fehlt mal eine Karte und hier fehlt mal eine Karte. Dann kommt hier der HSV. Da habe ich die 354. Und zack. Oh. Kommt hier Hannover 96 mit der 356. Kommt hierher. Dann hätte ich hier noch Heidenheim. Schnatterer mit der 358. Die kommt hierher. Dann habe ich hier noch die 359. Und zack. Also auf dieser Seite fehlen mir noch zwei. Dann hätte ich hier KSC mit der 361. Kommt hierher. So. Dann haben wir hier einen Kieler. Und zwar Mühling mit der 365. Dann haben wir hier einen Nürnberger. Und zwar Früchtl. Die 367 war das. Und dann haben wir hier noch die 369. Und zack. Da fehlt mir jetzt nur noch eine Karte hier. Auf dieser Seite. Dann kommt hier Osnabrück. Da habe ich die 372. Na. Zack. Als nächstes habe ich hier die 374 von Paderborn, Vasiliadis. Kommt hier in die Mitte hinein. So, das war's dann hier. Hier fehlt mir noch eine Karte. Dann kommt hier Jan Regensburg, Besu Show mit der Nummer 380. Die habe ich hier. Zack. Dann kommen wir hier zu Sandhausen mit der 382 Dickmeier. Und die 383. So, dann hätte ich hier noch die 387 auf dieser Seite. Also hier fehlen mir noch 1, 2 Karten. So, als nächstes kommen hier die Dauerbrenner. Die habe ich hier. Da habe ich die 391. Was haben wir hier? 388 ist das hier. 89, 90, 91. Kommt dann hier hin. Ups. 91. Dann habe ich hier noch Hummels, die 393. Die würde dann hierher kommen. Da habe ich hier noch die 394 Kostic von Frankfurt. Ups, du bleibst schön hier in der Mappe. So, dann hätten wir hier noch einen Kölner mit der 397. Die kommt hier oben hin. Na? So. So. Dann habe ich hier noch die 403. So, wo sind wir denn hier jetzt? 402, dann ist hier die 403. Die 404. Und dann kommen, das war's dann schon. Also hier fehlen mir noch 1, 2, 3 und 4. Karten noch, dann kommen wir zu den Rising Stars. Da habe ich die 408. Die waren jetzt
Die, wo ich jetzt hier reinmache, waren jetzt aus dem Adventskalender. Die anderen hier waren aus der Mini-Tin, also aus den kleinen Tins. Habe ich die 410. So, dann müsste hier die 413 kommen. Also die Rising Stars müsste ich jetzt voll bekommen hier, weil ich habe ja alles schon geöffnet. Entschuldigung. 15. Na. Gehst du da rein? So. Zack, zack. Dann haben wir die 17. Zack. Dann habe ich hier die 19. Zack. Die 20 mit Davis. Dann habe ich hier die 21 von Schalke, Kabak. Dann kommt hier ein Stuttgarter. Waman Gituka. Und dann war es das mit den Rising Stars. Die sind jetzt komplett do. So sieht das dann aus hier mit den Rising Stars Karten. Ja. Und dann kommen wir hier noch zu den Limis. Und zwar haben wir hier ja die 1, die war ja im Starter Pack. Dann habe ich hier die limitierte Karte Nummer 2. Dann kommt hier die LE3. So, zack, die 3. Dann habe ich hier noch die LE4. Habe ich hier noch die LE6. Dann habe ich hier noch die LE7. Was kommt hier noch? Die LE13. 11, 12, 13. Dann haben wir hier noch die LE17 habe ich hier noch. 14, 15, 16, 17. Und dann habe ich hier noch die Taktikkarte Manager. Also an den Nimmis. Habe ich hier alles auf dieser Seite voll. Auf dieser Seite fehlt mir noch eine Limi. Und die wird noch in der Bravo Sport erscheinen. Und zwar am 23.12. Dann haben wir so alle. Und dann kommen wir hier noch zu den Taktikkarten. Da habe ich hier die T1. Und dann fehlt mir hier auch noch eine Taktikkarte. Die mache ich dann hierher. Und dann, ja, keine Ahnung. Hier hinten ist noch so viel frei. Also manchmal hatten wir ja Serien, da war ja fast kein Platz mehr für die Limis. Und hier ist jetzt noch so einiges frei hier, ne? Ja, also Legendenkarte fehlt mir noch die eine. Karl-Heinz Riedle, jawohl. Ja, aber es sieht schon gut aus mit meiner Mappe. Die füllt sich so langsam. Ja. Also das war jetzt das Mappen-Update Nummer 2. Ich denke mal, es wird noch ein, zwei Mappen-Updates geben. Mal schauen, wie schnell ich alles zusammenbekomme. Also es wird jetzt halt immer schwieriger. Und dann würde ich mal sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Ist natürlich alles kostenlos und wenn ihr nur wollt. Und dann lasst hier auf dieses Mappen-Update ein Like da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Da würde ich sagen, wir sehen uns demnächst und auf Wiedersehen. Ciao.